Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich im TS Hauptstadtstudio. Das erste Mal als Interviewformat. Ich begrüße hier als Gast Stefan Schubert. Thomas. Wir kennen uns seit einiger Zeit, als wir gemeinsam bei Corinna Miazga bei ihrer Gegenrede aufgetreten sind. Unser heutiges Thema, Anis Amri, hat ja auch dich beschäftigt. Du hast ja dazu zwei Bücher auch geschrieben. Was sagst du zu dem Thema jetzt aus der heutigen Sicht, doch mit anderthalb Jahren Nachgang? Ja, ich bin ja auch eher zufällig auf das Thema gekommen. Das ist noch mit dem vorletzten Buch, die Destabilisierung Deutschlands mit Verlust der inneren und äußeren Sicherheit. Hatte mich da mit einem hohen Beamten in Düsseldorf getroffen. Eigentlich zum ganz anderen Thema. Und als wir dann fast durch waren, dann merkte ich, dass er halt irgendwann noch was loswerden wollte. Und dann sagte er, was ich denn zum Thema Anis Amri wüsste. Und das war dann damals, ja, es liegt jetzt anderthalb, fast zwei Jahre zurück. Ich dachte auch nur eigentlich das, was aus den Medien bekannt ist, ne, dass ich schon sehr merkwürdig fand, diese ganzen Pannenserie, dass die stets zum Zufall, also zum Glück für Amri gelaufen sind. Und dass das irgendwie schon irgendwie sehr auffällig ist, aber ich mir noch keinen Reim drauf machen konnte. Und da erzählte mir halt er, dass er daran beteiligt war, Amri zu überwachen, speziell in NRW. Und erzählt mir von mehreren Ungereimtheiten, wie sie ausgebremst worden sind. Und das sind ja auch immer wieder Sachen, die man jetzt auch im Untersuchungsausschuss immer hört, dass halt die Beamten auf der Straße halt nicht nur alleine gelassen worden sind, sondern ja auch von Vorgesetzten, von obersten Behördenleitern ausgebremst wurden. Ja, das ist eine gute Überleitung. Wir hatten letzte Woche aus meiner Sicht den Höhepunkt der bisherigen Ausschussarbeit. Es waren drei Beamte insgesamt da, ein Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof, ein Ermittlungsbeamter des LKA aus Nordrhein-Westfalen und ein Mitarbeiter des BKA. Und es hatte schon im Vorfeld durch die erste Aussage des Kriminalhauptkommissars M. aus Nordrhein-Westfalen einige Unruhe gegeben, weil hier erstmalig ins Spiel kam, dass es hier deutliche Anhaltspunkte gibt, dass hier von oben heißt in dem Falle Bundesinnenministerium, vielleicht auch wirklich bis hoch in die Amtsspitze, damals Bundesinnenminister de Maizière, Eingriffe in das Verfahren bezüglich Anis Amri gab. Die große Frage natürlich, wie glaubwürdig ist das, was der KHKM uns berichtet hatte? Und da haben wir jetzt in der Zwischenzeit doch einige weitere Anhaltspunkte gewonnen, die ganz klar dahin gehen, dass man jedenfalls seine Glaubwürdigkeit, also sagt er subjektiv die Wahrheit, nicht ernsthaft in Frage stellen kann. Er hatte seinerzeit alles, sein ganzes Vorgehen sehr umfangreich dokumentiert, handschriftlich, was zeigt, dass wir hier objektive Anhaltspunkte haben, da es schwer ist anzunehmen, dass man solche Aufzeichnungen fertigt, um dann im Nachhinein Beweise zu schaffen. Weil die Frage wäre natürlich, warum mache ich mir im Jahr 2016 Gedanken, dass ich im Jahre 2019 Beweise für bestimmte Vorgänge brauche? Es ist weiterhin so, dass mittlerweile herauskam, er hat auch mit mehreren Beamten beim Generalbundesanwalt darüber gesprochen. Da haben wir jetzt mittlerweile einen Zeugen vernommen und zwei weitere Zeugen warten da noch auf uns. Und der erste Zeuge hat dem Herrn M. Wirklich ein Leumundszeugnis ausgestellt, das schon sehr beachtlich war. Er hat klar, also wörtlich gesagt, dass es für ihn eine absolute polizeiliche Ausnahmeerscheinung war, und zwar sowohl im Hinblick auf Kompetenz wie auch im Hinblick auf die Integrität. Und das ist auch deswegen einer der wenigen Polizeibeamten ist, mit denen er sich duzt. Und das war der Einstieg letzte Woche. Das ist ja auch, also die Aussage von dem Beamten M., also das ist ein Kriminalhauptkommissar, das ist ja auch schon recht hoch. Deckt sich ja dann auch mit meiner These auch, wie auch zum Beispiel im Buch Anis Amri und die Bundesregierung. Das heißt, dass Anis Amri gezielt von der obersten Polizeiführung und auch von der Politik
auf freien Fuß gelassen worden ist, dass man ihn nicht festgenommen hat, kein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet hat, nicht in Abschiebehaft genommen hat, um seine Metadaten auszuforschen, um im Hintergrund irgendwie einen Militärschlag der Amerikaner, die dann einen Monat nach dem Anschlag passiert ist, auch vorzubereiten. Und das ist ja das, was eigentlich der Beamte M. dann im Ausschuss auch gesagt hat, dass er nämlich eine Vertrauensperson, das spielt einen verdeckten Ermittler, VP01, oder der steht ja auch in den Medien unter dem Namen Murat, also ein Türke, der immer wieder erst in der schweren Kriminalität eingesetzt worden ist und später auch im Islamismus, sehr erfolgreich da auch von verschiedenen Behörden. Und der so viel gegen Anis Amri vorgebracht hat, dass eine zwingende Festnahme zwangsläufig war. Also wenn man das zu Akten genommen hat, was die VP gesagt hat über Anis Amri, dass der Anschlag kurz bevorsteht, dass er anschlagsbereit ist, das ist nicht die Frage, dass auch das, wenn man mit Beamten spricht, die wirklich vor Ort waren, die sagen, für uns war alles klar, es ist nicht eine Frage, ob Anis Amri den Terroranschlag begeht, sondern nur wann. Und wenn man dann natürlich hört, dass er im Vier-Augen-Gespräch, was er dann im Untersuchungsausschuss gesagt hat, ausgebremst worden ist, dass er nämlich aus dem Innenministerium die Anweisung bekommen hat, diese Vertrauensperson kaputt zu schreiben, ne, so heißt es auch im Polizeijargon, eine Quelle kaputt zu schreiben, das heißt, sie macht keine Arbeit mehr, sie macht keine Unruhe mehr, es gibt keine negativen Fakten mehr, die man zu bearbeiten hat. Und das ist natürlich ein Skandal, ein Skandal. Und das Gute ist natürlich, dass es auf so einen taktisch ausgebildeten KAK passiert ist, der sich dann halt die entsprechenden Notizen gemacht hat, Gesprächsprotokolle, danach dieses Gespräch gehabt hat mit dem Staatsanwalt. Und ich erinnere mich nämlich noch einen Tag später, das hat ja im politischen Berlin wie eine Bombe eingeschlagen. Da gab es einen Tag später eine Pressekonferenz vom Bundesinnenministerium dazu. Ganz peinliches Schauspiel. Da war dann irgendein Unbekannter vom BMI da, der eine vorgefertigte Meldung abgelesen hat, der das alles widersprochen hat. Was bei euch, das kannst du gleich mal erzählen, ich glaube ja in der Gegenüberstellung wieder eingeräumt worden ist, dass es dieses Vier-Augen-Gespräch wahrscheinlich doch gegeben hat. Also, es wurde eingeräumt, dass man vielleicht doch miteinander gesprochen hat, dass Was vier erst Augen. bestritten worden ist. Was erstmal komplett in Abrede gestellt wurde. Wir haben auch erstmalig wirklich genauer nach dem Setting des Zusammentreffens gefragt. Das heißt, man darf sich das Vier-Augen-Gespräch nicht im Sinne, dass sich zwei Leute in einem stillen Kämmerlein getroffen haben, vorstellen, sondern es war einfach so, im Rahmen eines Besprechungsraums hat man dann nach der Besprechung sich gegenseitig verabschiedet. Und da kam es dann eben zu einem Gespräch nur unter Beteiligung KHKM und vom Bundeskriminalamt der Beamte K. Und das ist also zwanglos möglich, dass es eben dieses Gespräch gab. Und K. war jedenfalls bereit einzuräumen, dass man dann vielleicht auf der Treppe miteinander ein paar Worte noch gewechselt habe. Und zumindest, dass er gesagt habe, dass die VP01 sehr viel Arbeit mache. Wobei ich da natürlich mich frage, wenn hat die VP01 Arbeit gemacht für die Polizeibehörden in NRW, für den Generalbundesanwalt, aber jetzt die Belastung für das BKA kann ich nicht wirklich erkennen. Und vor allen Dingen, aus allem, was wir jetzt gehört haben, war die VP01 eine ganz herausragende Quelle, die im Prinzip so viele werthaltige und auch beständige und nachher dann auch überprüfbare Ergebnisse geliefert hat, wie keine andere Quelle zuvor. Und da erwarte ich nicht bei einem Vertreter, jetzt einen hochrangigen Vertreter der Bundessicherheitsbehörden, dass er da von viel Arbeit spricht, wenn hier positive Ergebnisse geliefert werden. Also viel Arbeit würde für mich bedeuten, es kommen Hinweise hin, nein, denen man nachgehen muss, wofür Ressourcen aufgewendet werden, aber wo nichts rauskommt. Entweder weil es im Sande verläuft oder einfach komplett falsch war. Und das kann man eben bei VP01 überhaupt nicht sagen. Allein schon diese Sprachwahl ist für mich sehr verräterisch. Und Das Gute ja. ist, dass man jetzt zur Sprache gekommen ist, weil darauf ist man nämlich, also bin ich auch bei den Recherchen Ja. und auch mit Gesprächen mit diesen Terrorermittlern immer wieder gestoßen. Es gibt so einen offiziellen Fall Amri, in den Akten alles sauber. Und wenn man da mal nachfragt, warum ist das und das da, dann ist sehr viel über Vier-Augen-Gespräche gelaufen. Es ist sehr viel natürlich im persönlichen Gespräch gelaufen, weil das sind natürlich zum Teil studierte Juristen alle. Die wissen natürlich, wenn ich da irgendwie nicht tätig werde bei solchen Tätigkeiten, dann setzen sie sich selbst zur Strafverhandlung im Amt aus.
wenn später was passiert, wie beim Breitscheidplatz mit den 12 Toten und bis zu 70 Verletzten, dann ist die Frage der juristischen Schuld auch da, zivilrechtliche Ansprüche. Und aus diesem Grund haben die sich schon so abgesichert und haben dafür gesorgt, dass die AMRI-Akten auf den ersten Blick sehr gut aussehen, ne, wenn man so will. Ich habe also auch recht viele Akten einsehen können, auch Geheimdokumente. Auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Wenn man dann aber ein bisschen mit persönlichen Leuten spricht, die dabei waren, dann sieht man schon, dass die Aktenlage nicht mit der Realität zu tun hat, wie zum Beispiel die LKA-fahndet Terrorermittler, Staatsschutzbeamte aus NRW, wo AMRI auch viel unterwegs war, in Dortmund und Essen, da auch mit polizeibekannten IS-Terroristen und Statthaltern zusammen in der Moschee in Dortmund teilweise geschlafen hat, dort eine konspirative Wohnung hatte. Alle die sagen halt, das, was das BKA hinterher daraus gemacht hat aus diesem Fall, das gibt die Faktenlage nicht her. Die haben ganz klar gesagt, er ist ein Gefährder, er wird einen Terroranschlag begehen. Und im Februar dann das BKA noch in dem Jahresanschlag schon 5 Seiten Papier verfasst, die den AMRI reingewaschen hat, es wäre mit einem Terroranschlag zurzeit nicht zu rechnen. Und da waren die alle schon entsetzt. Also man sieht, alles, was von ganz oben gekommen ist, vom BKA, Bundesamt für Verfassungsschutz und aus dem Bundesinnenministerium runter, hatte nur einen Sinn, Anis Amri irgendwie als Kleinkriminellen, als einer von vielen darzustellen. Den kann man ruhig auf der Straße lassen, da passiert nichts. Und die Beamten, die die Bevölkerung schützen wollten, die wurden ausgebremst und hinterher auch noch mit Strafanzeigen und Disziplinarverfahren auch noch mundtot gehalten. Das ist auch noch recht wenig bekannt. Also es ist echt eine Schande, wie das politische Berlin mit Anis Amri und der angeblichen Aufarbeitung umgeht. Gut, da hast du natürlich viele, sage ich mal, geheime Einblicke bekommen. Einblicke, die wir jetzt im Untersuchungsausschuss in der Form nicht haben, weil eben uns dann die entsprechenden Aussagen nicht vorliegen, vielleicht auch noch nicht vorliegen oder auch Dokumente einfach dann uns vorenthalten werden. Für uns ist es sehr schwierig, hier wirklich Einblick in das zu bekommen, was du sagst, es lief viel über Vier-Augen-Gespräche. Das war jetzt erstmalig die Situation, dass man hier wirklich sich fragen muss, was läuft da ab? Wenn man wirklich ernsthaft davon ausgehen muss, dass hier seitens jetzt zumindest Bundeskriminalamt mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit aus hohen Stellen des Bundesinnenministeriums heraus, der Name de Maizière ist jetzt nicht mehr zwingend persönlich beteiligt. Aber die Frage ist natürlich, wer steckt dahinter, wenn eine solche Anweisung jetzt von ganz hoher Stelle kommt? Und kann man sich das vorstellen, dass so etwas passiert? Und vor allen Dingen auch aus welcher Motivation heraus, ohne dass dann wirklich bis zur Ebene Staatssekretär und Minister alle Bescheid wissen? Sehr unschön. Beunruhigend für mich war auch jetzt in der Vernehmung, dass wo jetzt erstmalig herausgearbeitet wurde, jedenfalls für mich, die strenge Unterscheidung zwischen der Gefährdungsbeurteilung bezogen auf die Person und dann der Gefährdungsbewertung in Bezug auf bestimmte Sachverhalte. Weil das ist das, was dann praktisch jetzt in der Vernehmung von den Beamten des Bundeskriminalamtes ganz deutlich wurde. Sie haben zwar die Einschätzung aus NRW, AMRI ist hochgefährlich bestätigt, allerdings zu allen von ihm berichteten Anschlagsplänen ihre Bewertung dann getroffen, dass diese eben unwahrscheinlich seien. Und von daher kam dann die Gefährdungsbewertung für die Szenarien wurden sehr weit unten angesetzt, bis hin bei dem einen Fall sogar als praktisch unwahrscheinlich. Ich habe auch Ja. mit Beamten gesprochen, die bei diesen Konferenzen auch dabei waren. Also die haben ja hier in Berlin stattgefunden, gemeinsam das Terrorabwehrzentrum. Das ist ja hier in der BKA-Kaserne in Treptow, glaube ich. Und da kamen natürlich auch Vertreter aus NRW dazu und die dann mir auch erzählt haben, dass sie es nicht ja, realisieren konnten, wie dort über Anis Amri gesprochen wurde. Sagte, das ist der, die haben die Fakten vorgetragen, zusammengetragen. Es war ja nicht nur aus NRW, es gab ja konkrete Terrorwarnungen auch vom marokkanischen Geheimdienst, vom tunesischen Geheimdienst. Gerade der marokkanische Geheimdienst hat einen sehr guten Ruf, auch international. Der hat also zum Beispiel auch vor dem Nizza-Attentäter wenige Tage vorher gewarnt. Die sind sehr gut vernetzt da im islamistischen Terrorbereich.
Das ist auch wieder so eine Sache. Es kam diese Terrorwarnung rein, die wurde auch im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum besprochen. Normalerweise wäre das für den Bundesnachrichtendienst gewesen, als Auslandsnachrichtendienst nachzufragen, was ist da genau drin, wie kommt ihr zu der Einschätzung? Oder mindestens das Bundeskriminalamt. Aber in dieser Sitzung hat der Vertreter vom Bundesamt für Verfassungsschutz sich praktisch einfach diesen Sachverhalt gekrallt, hat gesagt, er würde nachfragen. Und wenn man das dann weiter in den Dokumenten raussieht, dann gab es spätere Nachfragen, was denn da rausgekommen ist. Und der vom Verfassungsschutz sagte, ach, haben wir gar nicht gemacht. Also die haben konkrete Terrorwarnungen gehabt, haben nicht nachgefragt. Für mich macht das eigentlich nur Sinn nach dem Motto, die haben nicht nachgefragt, weil sie wussten, dass die Anschlagsgefahr sehr hoch ist. Und haben ihn halt auf Bitten dieses nahenden Militärschlages, damit die Hintermänner von Amri aus den IS-Camps in Libyen und Syrte nicht gewarnt werden, nachdem jetzt ist unser Terrorist verhaftet worden in Deutschland. Die haben über Telegram-Chat gechattet, über einen eigentlich abhörsicheren Chat, der aber geknackt worden ist, hier durch eine vorgetäuschte Polizeikontrolle in Berlin. Da wurde die SIM-Karte gespiegelt, also auch technisch sehr, sehr anspruchsvoll die Aktion. Da sieht man auch, dass diese Kleinkrimineller unbedeutende Amri, dass das nicht passt, weil es also eine sehr aufwendige technische Operation gewesen. Und die wussten halt alles genau, wo sie sind. Und hätte man jetzt Amri hochgenommen, dann hätten natürlich die Hintermänner vom IS gesagt, wir haben über ihn gechattet, die haben unsere Abwehrprotokolle, die haben wahrscheinlich Alles unsere kontaminiert. Satellitendaten, die lösen die Camps auf und verstreuen sich in alle Winde. Und das ist für mich halt der große Hintergrund im Fall Amri, dem wird alles untergeordnet, um diese Hintermänner nicht aufzuscheuchen. Und deswegen wurde er, obwohl die Gefahr so groß war für die Bevölkerung, von der Politik immer weiter auf der Straße gelassen. Gerade diese Kontrolle in Berlin war jetzt eben auch zuletzt ganz großes Thema, weil es ging ja praktisch um die Übergabe von NRW nach Berlin, Angeblich auch eine wo Panne, wird das jetzt bezeichnet. nicht Panne, sondern Absprache, ganz Schwierigkeiten. bewusst, es gab, das ist mittlerweile ganz klar, im GTAZ, im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, die Absprache, Amri kommt nach Berlin, wird eben von der VP01 dahin gefahren und bei der Ankunft soll er übernommen werden vom LKA Berlin und observiert werden. Das heißt, was man genau eben nicht wollte, war, ihn vorzuwarnen durch eine Kontrolle, zum einen und zum anderen durch die Kontrolle dann auch die VP01 zu verbrennen. Weil in dem Moment klar war für die beteiligten Kreise, dass hier ein Verräter da sein muss und dann lag es nahe, dass hier der Verdacht auf VP01 fallen würde. Aber auch das finde ich, wenn man jetzt sieht, was das in dieser Polizeikontrolle war, sieht man, dass das auch eine Lüge ist, diese öffentliche Darstellung. Weil wenn das jetzt wirklich ein Abspracheproblem war, er wurde ja kurz festgenommen, er wurde seine Personalien festgestellt, er wurde gefragt, was macht er in Berlin, sein Handy wurde weggenommen. Wenn das wirklich so ein Zufall gewesen ist, dann bin ich aber nicht in der Lage, die zwei normale LKA-Beamte vor Ort, seine SIM-Karte zu spiegeln, seinen Telegram-Chat zu knacken und ihm dann wieder zurückzugeben, weil das macht man nicht einmal so auf dem Streifenwagen nebendurch. Und da sieht man, dass die öffentliche Darstellung halt nicht mit der Realität wieder übereinstimmt. Dazu hatten wir einen Beamten aus dem LKA Berlin Mitte November im Ausschuss und der hatte berichtet, dass man eben keine Kapazitäten frei hatte für eine Observierung. Das sei eben in Berlin ein ganz rares Gut und dann müsste man eben abwägen, für welche Fälle man die Kräfte einsetzen kann oder nicht und dass es dann eben um Priorisierung geht und alle Fälle, die auch wichtig sind, aber nicht dann ganz oben auf der Prioritätenliste hinkommen, die fallen dann eben unten runter. In dem Fall war das der Fall Anis Amri und das Ersuchen aus Nordrhein-Westfalen und man habe dann eben, weil eben mitgeteilt worden sei, wie gefährlich Anis Amri sei, eine Gefährderabsprache durchgeführt, sogar Ansprache durchgeführt sogar. Was ja die ganz klare Warnung ist an Anis Amri, hör zu, du bist hier ein Möchtegern-Terrorist und du stehst bei uns jetzt auf dem Schirm. Und die Spiegelung der Handydaten, das war so abgesprochen, dann hat es aber offenbar sehr lange gedauert, bis das vom BKA durchgeführt wurde und die Ergebnisse sind irgendwie dann auch in die weiteren Maßnahmen aus meiner Sicht gar nicht richtig eingeflossen. Nämlich da müsste es schon Bilder vom Breitscheidplatz auf dem Handy gegeben haben zu dem Weiß ich ja, Zeitpunkt. ne? Also ich habe die Bilder auch gesehen von Bilal Ben Ammar auf seinem Handy.
Die sind in den Dokumenten auch drin. Die wurden, ich meine, wenn ich es am Kopf jetzt richtig habe, am 9. Februar 2016 wurden die aufgenommen. Mit der räumlichen Tiefe des Platzes, die Einfahrt, die sind ja an das andere genutzt Und eben worden. nicht die Sehenswürdigkeiten. Also Das waren keine touristischen ganz Fotos. genau das. Und was bis jetzt in der Öffentlichkeit und ich glaube im Untersuchungsausschuss ja auch noch geheim gehalten worden ist, sind ja die ganzen Chatprotokolle von Amri mit Ben Hammar oder halt auch mit dem IS direkt in Libyen und Süden. Das würde ich ja mal sehr interessant finden und müsste natürlich auch längst in die Öffentlichkeit, mindestens in die Untersuchungsausschüsse. Wie hat denn Amri mit dem IS direkt in Libyen kommuniziert? Und wenn da natürlich ganz klar ist, dass er damit, der hat ja mit zwei hohen IS-Kommandeuren kommuniziert. Es gibt in den Unterlagen auch, der BND hat diese Handydaten weitergegeben an einen AND, heißt es immer, das ist so ein Sprachkürzel ausländischer Nachrichtendienst. Nachrichtendienst. Die Polizisten vor Ort sagen mir, das ist immer der Kürzel, auch wenn die Amis rausgelassen werden. Wenn man nicht CIA schreiben will, dann schreibt man AND. Gut, wobei CNN das relativ deutlich mittlerweile schon vor Jahren geschrieben hat, Amerikanisch, dass ja, das an nur Amerika in ging. Deutschland noch nicht, in Ja. den Mainstream-Medien. Und das sind doch mal ganz wichtige Daten. Wie hat denn Amri mit den IS-Kommandeuren geschrieben? Und wenn der schon 9 Monate vorher mit denen geschrieben hat, ich suche mir einen LKW oder ich brauche einen LKW, ich brauche eine Waffe, habt ihr Ziele für mich, ich werde euch ein Bekennervideo schicken. Das hat er alles auch getan. Der IS hat ja ganz kurz nach der Tat auch ihn als IS-Terroristen geadelt, hat ja über seine Nachrichtenagentur dementsprechend so eine Meldung rausgegeben. Und dann, wenn das BKA und die anderen Bundesregierungen natürlich solche schwerwiegenden Chats vorliegen hatte, dann hätte man natürlich Amri sofort festnehmen müssen. Wegen Unterstützung, Mitgliedschaft ausländischer Terrororganisation, wäre damit schon auf Grund gewesen, hätte er sofort in Untersuchungshaft genommen werden. Da kommt ja noch ein weiteres Problem dazu, nämlich einfach die komplette Überforderung unserer ganzen Sicherheitsarchitektur und Verwaltungsstrukturen. Als dazu die Beamten befragt wurde, war ich leider nicht dabei, das war ein anderer Kollege im Untersuchungsausschuss. Aber da kam wohl raus, dass das nur so kursorisch dann von einem Dolmetscher sich angehört wird oder angeschaut wird, der dann sozusagen mündlich berichtet, so eine Zusammenfassung, was hat da jemand geschrieben, und danach wird dann die Entscheidung gefällt, ob so etwas überhaupt richtig übersetzt wird. Die Und Übersetzungsnetz. wir müssen einfach auch sehen, was mal ein Zeuge oder eine Zeugin wörtlich gesagt hat. Anis Amri war bis zum Anschlag nur ein Fall unter vielen. Das ist so entsetzlich, sich das anhört, das trifft es auch. Ja, da gibt's. Die Auswärterin beim BfV für Anis Amri, die hatte zu der Zeit etwa 50 Gefährder in ihrer Zuständigkeit. Darunter nur einer wie Anis Amri, und die waren letztendlich alle in der gleichen Kategorie eingestuft. Und das zeigt eben diesen kompletten Verlust der Kontrolle über das, was in Deutschland passiert, weil es gar nicht die Ressourcen gibt, Ja, um aber in allen Fällen mit der Tiefe, die man eigentlich ansetzen müsste, da dran zu bleiben und zu ermitteln. das stimmt. Also wir haben ja noch eine Sicherheitsarchitektur, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden ist mit dem Föderalismus. Das ist sicherheitstechnisch ein ganz großes Problem. Das heißt, wir haben 16 verschiedene Polizisten, wir haben 16 verschiedene Landesinnenminister, zum Teil mit unterschiedlichen Gesetzen, mit unterschiedlichen Softwaren. Manche Dienste haben sich nicht mal auf den Begriff des Gefährders einigen können. Das ist in Deutschland so. Es gibt unterschiedlich. Es gibt zwar in Den Haag eine Antiterror-Datei. Die Franzosen machen aber viel weniger Daten rein, als sie könnten. Der Begriff Terrorist und Gefährder ist dort auch anders als der deutsche. Dann gibt es unterschiedliche Sprachweisen und arabische Namen. Die sind ja alle kaum auszusprechen. Das heißt, da geht wirklich auch viel Wissen verloren und es ist ein großes Problem. Aber dass Anis Amri Gefährlichkeit erkannt worden ist, das zeigt ja auch, es gibt ja, glaube ich, keinen Gefährder, keinen Terroristen, der öfter besprochen worden Im ist geht's ja. im GTAZ. Also das heißt, es war ganz klar, dass er der Nummer 1 Gefährder ist. Und alle haben nur auch immer gesagt, es ist nicht die Frage, ob, sondern nur, wann er den Terroranschlag macht. Und deswegen hätte man ihn längst von der Straße nehmen können. Man hätte ihn ja auch wegen 14-fachen Asylmissbrauch Untersuchungshaft nehmen können. Wurde hinterher Bilal Hamal, wurde auch in Untersuchungshaft, weil dieser Terrorverdacht angeblich nicht schnell genug zu beweisen war, wurde er dann wegen 2- oder 3-fachen Asylmissbrauch in Untersuchungshaft genommen nach dem Anschlag, wo er dann Hals über Kopf abgeschoben worden ist.
Anis Amri war ja auch an der Messerstecherei im Drogenmilieu mit Araber-Clans beteiligt. Das heißt, es hätte auch eine viel elegantere Möglichkeit gegeben, ihn von der Straße zu kriegen, hätte man es denn gewollt. Zumindest zu versuchen, ob man Haftbefehl durchbekommt. Mindestens schon mal, Ja. ja, schreiben einfach, schon mal beantragen und wenn man das entsprechend begründet, hätte das sicherlich geklappt auch. Und das alles ist nicht geschehen und das ist halt diese Pannenserie, wie schon gesagt, die ist halt nicht mehr glaubwürdig, sondern für mich ist das so, jemand hat halt eine Schützenhand über Anis Amri gehalten und deswegen ist er mit allem durchgekommen und konnte sich weiter auf der Straße umtreiben. Der Untersuchungsausschuss, der jetzt am 19.12. wieder zusammentritt, fällt in dieser Woche dann gerade auf den Jahrestag, auf den dritten Jahrestag des Attentats. Wir sind bislang noch sehr weit zeitlich in der chronologischen Vorgehensweise vom Attentat selbst entfernt. Ist das auch so gewollt, fragt man sich natürlich. Das ist so gewollt, ja, dass wir chronologisch vorgehen. Und dass die Zeugen befragt werden im Prinzip von unten nach oben im Hinblick auf die jeweiligen Dienststufen und Ränge. Und meine Frage, weil du ja auch Kontakt hast zu Angehörigen, wie empfinden denn diese den Ablauf des Untersuchungsausschusses, das Verhalten der Bundesregierung oder jetzt auch hier konkret zum dritten Jahrestag den Umstand, es wird zwar einen Gedenkgottesdienst geben, aber wir verhandeln ganz normal bis kurz vor Beginn des Gedenkgottesdienstes, wenn man dann eben den Ort wechseln muss. Also auch trotz dieses besonderen Tages Business as usual im Untersuchungsausschuss. Wie empfinden das die Angehörigen? Es war nicht mal eine Gedenkminute im Bundestag geplant. Wir haben das letzte Woche im Ältestenrat eingebracht. Und ich weiß nur, dass die anderen Fraktionen darauf nicht gerade begeistert reagiert haben. Auch nicht der Herr Schäuble. Ich weiß nicht, was jetzt dann im Ergebnis herauskam. Wir alleine können das ja nicht erzwingen. Wie fühlen sich die Angehörigen in dieser ganzen Situation? Also die Angehörigen sind ja untereinander, sind ja auch zusammengerückt. Das heißt, die haben sich auch vernetzt miteinander, halten sich über Neuigkeiten immer unter auf dem Laufenden. Und ja, die haben ja auch schon offene Briefe veröffentlicht auch. Also die sind natürlich entsetzt auch, ne, von der Bundesregierung, maßlos enttäuscht. Wenn man daran denkt, Frau Merkel ja, hat ja wenige Tage nach dem Terroranschlag, dem schwersten islamistischen Terroranschlag auf deutschem Boden, ja eine lückenlose Aufklärung angedeutet oder versprochen, wenn man so will. Versprochen hat sie die. Und dabei ist ja nichts geworden, so ein ganz im Gegenteil. Die Aufklärung wird ja sabotiert. Ne? Man sieht das an dem Kriminalhauptkommissar, es wird gemauert. Der Untersuchungsausschuss ist ja gerade so, man fragt sich natürlich, warum fängt der mit der Einreise Amri an, warum fängt der nicht mit dem Terroranschlag an, warum fängt der nicht mit den Pannen an, warum fängt der nicht mit den Widersprüchen in den Akten an und geht dann von oben runter, ne, und holt sich dann einen Bundesinnenminister. Und es ist natürlich so, dass CDU, CSU, SPD auch im Ausschuss eine Mehrheit natürlich haben und Genau. natürlich sind alle Verantwortlichen von diesen Regierungsparteien, ne, und das ist natürlich etwas, was die Aufklärung, die politische Aufklärung sehr schwer macht, weil man halt im Ausschuss nicht keine Mehrheit hat gegen die Mitschuldigen, so meine Meinung. Also gegen die auf jeden Fall moralisch, wenn nicht auch juristisch Mitschuldigen. Das müssen dann andere entscheiden. Es ist jetzt ja von dem Anwalt hinterbliebener Klage eingereicht worden, eine Amtsorgan, Strafhaftungsklage. Strafhaftungsklage. Auch gegen, worüber wir gesprochen haben, Bundeskriminalamt, LKA Berlin, LKA Nordrhein-Westfalen, es können durchaus noch weitere Klagen auch folgen. Und das sieht man, dass jetzt dieser Fall nach 3 Jahren nochmal auf eine neue Ebene kommt. Und das ist natürlich für die Angeklagten sehr schwierig, ne? Und das ist natürlich für die auch immer sehr frustrierend zu sehen, dass, ich sag mal, das ganze Jahr sich niemand um die kümmert. Also Presse kriegen die so gut wie gar nicht, ne? Da kommt ein Spiegel, ARD kommt nicht vorbei. Jetzt zum Jahrestag werden die bombardiert mit Anfragen. Ach, wir wollen irgendein Special machen und ne, das wäre ganz toll, wenn man Hinterbliebene für die Kamera haben. Da sind die natürlich, die haben es jetzt zum größten Teil zurückgezogen, jetzt schon so seit einer Woche, dass sie gesagt haben, das ist halt sehr schwer für uns, diesen Anschlag und die Bilder zu sehen und Anis Amri im Fernsehen zu sehen. Und das ist für viele halt auch schwer und natürlich traumatisch und auch Verlust, Todesfälle in der Familie gehabt.
sodass die das jetzt besinnlich machen. Und ich glaube, von dieser Bundesregierung erwarten die gar Nichts nichts mehr. mehr. Ne? Die sind mit dieser Bundesregierung durch, auch zu Recht, vollkommen zu Recht. Wenn man sieht zum Beispiel, wie es sind ja nicht nur Deutsche umgebracht worden, sondern ich glaube, Personen aus 6 Nationen. In Italien hat der Staatspräsident irgendwie den Leichnam empfangen. In Polen ist der Der polnische LKW-Fahrer. Ministerpräsident Lukas Orban, der erschossen worden ist von Armee, hat sich vor den Sarg hingekniet. Und von der Bundesregierung war niemand da. Es gab keinen Krankenhausbesuch. Ich meine, wir sprechen über Krankenhausgeschichten. Da lag jemand 6 Monate im Koma. Welche, die sind seitdem in der Reha. Da ist nicht jemand vorbeigekommen und hat einmal sein Mitleid, seine Anteilnahme ausgedrückt von diesem Staat, von den Beerdigungen dann zu schweigen. Da haben sie sich auch nicht hingetraut. Und das ist natürlich ein schändliches Verhalten. Ne? Man kann es nicht anders nennen. Ja, das sehe ich auch so. Und es bleibt abzuwarten, wie weit der Ausschuss kommt. Immer noch steht das Gespenst oder aus meiner Sicht eher die freudige Erwartung vorzeitiger Neuwahlen im Raum. Und eins ist ganz klar, kommt es zu vorzeitigen Neuwahlen, kann der Ausschuss auf keinen Fall zum Ende kommen mit seinem Auftragsziel. Ich gehe ohnehin davon aus, dass es nicht möglich sein wird, dieses Thema abschließend in dieser Legislaturperiode aufzuklären, sondern dass in der nächsten Legislaturperiode, selbst wenn hier bis 2021 es weitergeht, ein weiterer Untersuchungsausschuss die Arbeit fortsetzen muss. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ein erheblicher Teil der Ausschussarbeit am Ende der Erstellung des Ausschussberichts dient. Es ist nicht so, dass man bis zur letzten Sitzung dann vor Ende der Wahlperiode Zeugen vernimmt, sondern schon dann so Monate vorher geht es nur noch darum, den Abschlussbericht zu schreiben, was dann nochmal auch viel Arbeit bedeutet. Und dann auch Wir haben ja noch mittlerweile politische Tausende von Einflussnahme, Seiten ne? allein Vernehmungsprotokolle. Und das auszuwerten und dann zusammenzufassen, ist natürlich auch ganz viel Arbeit. Deswegen aus meiner Sicht ist es ausgeschlossen, dass das Thema in dieser Legislatur abschließend behandelt werden wird. Man kann nur hoffen, man hat ja gesehen, wie viel die eine Aussage von dem Kriminalhauptkommissar für Furore gesorgt hat, dass sich noch mehr Leute mit Geheimwissen trauen, Rücker zeigen. Und entweder vor dem Untersuchungsausschuss oder sonst in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich weiß das und das und kann das so und so belegen, damit halt der öffentliche Druck bleibt und damit am Ende hoffentlich die Wahrheit dann einmal rauskommt. Das wäre natürlich wirklich zu hoffen, dass das sozusagen ein Signal war, auch an andere Beamte, die da etwas sagen können, sich bislang nicht getraut haben, da wirklich die Wahrheit zu sagen, was passiert ist, weil die Öffentlichkeit muss erfahren, was da wirklich alles im Hintergrund war. Und wenn es eben Einflussnahmen der Regierung gab, dann muss das auch definitiv bekannt und belegt werden. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Und Dank. danke an die Zuschauer für das Interesse. Danke.